Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil meiner Serie Mathe Kursstufe, die euch erfolgreich zum Mathe-Abi führen soll. Und jetzt fangen wir mal an mit etwas Neuerem, und zwar der Produktregel. Ja, ihr seht schon, ich habe hier was vorbereitet. Sieht total verwirrend aus. U von x, was? V von x? Keine Sorge, das ist gar nicht so schwer, wie es aussieht. Und zwar nehmen wir jetzt einfach mal hier statt U von x Sinus. Und statt v von x nehmen wir Cosinus. Oh, klasse. Cosinus von x. Ja. Wie leite ich denn jetzt sowas ab? Oh mein Gott. Nee, so schwer ist es gar nicht. Ihr könnt nur leider nicht so verfahren, wie wir es bisher gemacht haben. Das erste ableiten und dann das zweite ableiten. Vergesst es nie, das dürft ihr nicht machen. Ihr müsst die Produktregel benutzen. Ganz wichtig. Ganz häufiger Fehler, der viele Punkte kostet. Viele unnötige Punkte vor allem. Deswegen zeige ich euch jetzt wie. Und deswegen nenne ich das auch nochmal kurz U und V von x. Das ist nämlich das Gängige, so steht es in allen Lehrbüchern drin. So, die Regel ist jetzt hier einfach U'. Ach so, ich muss mal wieder in den Formelmodus. U' von x. Also das erste hier abgeleitet, U' von x. In unserem Fall wäre es der Cosinus, ich zeige es euch aber gleich nochmal genauer. Mal, Achtung, und jetzt v von x, also nicht ableiten, also nicht v', sondern v plus u von x, auch wieder nicht ableiten, mal v' von x, abgeleitet. Also hier erstmal den ersten Faktor, also ein Faktor ist immer ein Teil von einem Produkt, Produkt ist immer ein Mal, also ein Malzeichen zwischendrin. So, und ihr habt jetzt hier zwei Funktionen, einmal u von x und einmal v von x. Und um die Ableitung zu bilden, müsst ihr erstmal das erste ableiten, das zweite nicht, und dann das erste nicht und dann das zweite ableiten. Ja, machen wir das nicht so allgemein, sondern nehmen wir hier mal f von x, das ist aber sehr groß, ist gleich Sinus von x mal Cosinus von x, was wir gerade eben schon hatten. Das ist ein bisschen kleiner, dass es schön dabei passt. Und versuchen das mal abzuleiten. So, und jetzt ist ganz wichtig, egal wie viel Platz ihr braucht, es ist wirklich einfach sicherer, wenn ihr das so macht. Nennt euer U von x und nennt euer V von x. U von x ist in dem Fall der erste Teil, also das erste vor dem Malzeichen, Sinus von x. Sinus von x. Und V von x ist das hinter dem Malzeichen. Also hier Cosinus von x. Cosinus von x. So, Sinus von x ist abgeleitet, also U' von x. Da muss ein bisschen Platz rein, das kann man jetzt nicht erkennen. U' von x ist Cosinus von x. Ihr erinnert euch hoffentlich an mein letztes Video, in dem ich euch das gezeigt habe. Wenn nicht, schaut es euch an. Es ist einfach auf der Playlist das davor. Vielleicht verlinke ich es auch noch ein bisschen rein. Und hier Cosinus abgeleitet, also V' von x. Lasst euch auch davon nicht irritieren. Das ist einfach ein anderer Name für eine Funktion. F von x ist ja schon vergeben für den ganzen Kram hier. Beziehungsweise den Kram. Also V' ist die Ableitung von Cosinus von x. Und das ist minus Sinus von x. So, und jetzt könnt ihr das ganz einfach zusammensetzen. Also hier f' von x. Das Ergebnis, deswegen extra groß. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich hat es mich nur gerade wieder total gekriegt. Also. Jetzt nehmt ihr hier habt ihr alles, was ihr braucht. U' von x. Nehmt ihr hier U' von x, hier steht es Cosinus von x, also Cosinus von x mal, die Formel müsst ihr leider auch auswendig lernen, aber das geht eigentlich ganz gut in den Kopf rein. Erstes abgeleitet, zweites nicht. Erstes nicht abgeleitet, zweites schon. Das ist nicht so schwer. Also, was habe ich gerade gesagt? Zweites nicht abgeleitet, also hier nochmal Cosinus von x
plus. Erstes nicht abgeleitet. Sinus von x. Was ist denn in meinem Formmodus? Plus Sinus von x. Zweites abgeleitet, also v' von x findet ihr hier unten. Minus Sinus von x mal minus Sinus von x. So, das kann man jetzt aber sogar noch ein bisschen vereinfachen. F' von x ist gleich Cosinus mal Cosinus. Ich verrate, es gibt sogar hier ein Quadrat, Cosinus Quadrat von x. Und hier plus Sinus mal minus Sinus, plus mal minus gibt immer minus. Sinus mal Sinus gibt sogar hier Sinus Quadrat von x. Das ist eure Ableitung von dieser Funktion. Ich hoffe, ihr konntet soweit nachvollziehen. Ich werde euch jetzt gleich nochmal ein zweites Beispiel geben. Wenn ihr Fragen habt, natürlich wie immer in die Kommentare schreiben. Anregungen, Wünsche sowieso. Ja, machen wir gerade mal weiter. Lassen wir das Grundgerüst stehen. Die hier können wir löschen. Hier, Sinus von x ist ganz gut. Hier nehmen wir 5x hoch 3. Also hier, u von x ist Sinus von x, u' von x ist Cosinus von x. Kann gerade stehen bleiben, weil ich hier nichts geändert habe. Hier 5x hoch 3, nicht von x. Das ist natürlich was. Dann schreiben wir hier einfach 5x hoch 3 hin. Das ist ja v, das hinter dem Mal. Die 5 gehört dazu, weil sie auch hinter dem Mal steht, ganz einfach. So, und die Ableitung von 5x hoch 3, ihr nehmt die Hochzahl, schreibt sie vorne dran. 3 mal, ihr nehmt die 5, ihr nehmt das x und 3 minus 1 ist 2. Und hier, das kann man auch noch schöner machen, 3 mal 5 ist 15. So, bisschen schnell, aber das macht nichts. Ich glaube schon, ihr habt es verstanden. Das ist ja nicht so kompliziert. Nur die Formel muss man eben lernen. Ich würde euch empfehlen, wie immer, ganz, ganz viel Übung. Das ist das Allerbeste. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal zusammenpuzzeln einfach. Wir haben ja hier wieder mal alle Bestandteile, die wir brauchen. Schmeißen sie in unsere Suppe. Rezept steht hier oben. U' von x. Cosinus. Einfach abtippen. Mal abtippen, v von x ist gleich 5x hoch 3, abtippen, ach, was ist da? Natürlich auch keinen Sinn. Plus, abtippen, u von x ist gleich Sinus von x, auch einfach abschreiben, mal v' von x, 15x. So, und fertig ist die Ableitung mit der Produktregel. Klasse. Ja, gut. Nächstes Mal machen wir weiter mit der Kettenregel. Und ja, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.